So, hallo und grüß Gott. Herzlich willkommen bei Lomara. Ich möchte Ihnen heute mal 4 verschiedene Kuchen vorstellen und verschiedene Ausgarnierungen natürlich. Und lassen Sie sich einfach überraschen. Wir haben hier jetzt unsere feste Schnitte. Und was im Sonderangebot kommt, ist aus 2 macht 4. Und das können Sie so wunderbar hier kombinieren, indem Sie einfach die 2 Teile hier jetzt einlegen. Lomara hat ein Baukastensystem, wo Sie vieles, vieles machen können. Lassen Sie sich immer wieder dazu beraten. Es ist hochinteressant. Ich bin jetzt hergegangen und habe einfach das doppelte Menge an unserem Rührkuchen fein angeschlagen oder aufgeschlagen und habe das Ganze immer wieder abgeändert. Ja? Und zwar habe ich hier jetzt hier einfach Kakao rein und den anderen habe ich einfach weiß. So, wir gehen das Ganze jetzt rein und dann machen wir wie so eine Art Donauwelle. So. Wir verstreichen das mit unserer kleinen Winkelpalette, weil Sie mit der kleinen Winkelpalette einfach sehr schön reinkommen. Ich sage immer, wichtig ist, man hat im Laufe der Zeit 2 Winkelpaletten, eine große und eine kleine. Und was das eine nicht kann, das kann das andere. Also mit der großen komme ich hier schlecht rein, aber wenn ich in der Schnitte streiche, dann brauche ich schon die große Palette. Und darum ist es wichtig, dass Sie sich im Laufe der Zeit beide zulegen. So, und jetzt nehme ich hier meinen dunklen Teig und den gebe ich einfach oben drauf. Und dann geben wir Sauerkirschen drauf. Natürlich mit unserem Teigschaber können Sie das Ganze schnell, sehr schnell rausnehmen. Und ich schütze unser normaler Teigschaber und Teigschaber. Und da können Sie natürlich Hefeteige sehr schön rausnehmen, Rührteige und Sahne. Und unser Allzweckschaber ist ein Silikonteigschaber. Mit dem können Sie natürlich in die heiße Pfanne gehen und natürlich auch Sahne und diese Dinge sehr gut rausnehmen. Nur für Hefeteig ist er nicht geeignet. Unser Twinset ist natürlich auch was sehr, sehr Schönes. Sie haben hier einfach, können Sie Ihren Saft draufgeben, hier das Sieb einsetzen und schon können Sie das Ganze abtropfen lassen. Sie können auch viele, viele Dinge damit machen. Ich bin sehr begeistert von diesem Set und lassen Sie sich dazu immer von Ihrer Fachberaterin dazu beraten. Wir gehen jetzt her und geben einfach hier die Kirschen drauf. So. Und schon haben wir unsere Donauwelle. Der nächste Teig ist einfach wieder abgeändert mit Eierlikör und Orangensaft. Und da machen wir dann eine kleine Buttercremetorte draus. Schmeckt auch sehr gut und schnell gemacht. So, ich gebe jetzt hier wieder unseren Rührteig rein. Und habe dann schon vorbereitet unseren Käsekuchen. Und zwar ist es mit unserem Quarkfein gemacht. Und dann haben wir auch einen Käsekuchen. Wir geben jetzt unsere Quarkmasse hier drauf. So. Und schon haben wir unseren Käsekuchen fertig. Hier haben wir das Ganze dann wieder abgeändert und haben Kakao rein und Schokostreusel rein. Und das Ganze kommt jetzt auch wieder rein. Und Sie können auch den Rest Sauerkirschen drunter geben. Da haben Sie einfach einen Sauerkirschkuchen. Und oben kommt jetzt noch Knusperbiene drauf. Die Amann hat jetzt Streusel gemacht mit Mandeln, Knusperbiene, Zucker und Butter. Und das Ganze geben wir jetzt einfach auf unseren Kuchen drauf. So. Wir nehmen noch einen Pinsel und verstreichen das Ganze dann mit dem Pinsel. So. Sie haben hier jetzt einfach einen Kirschkuchen mit Streusel, Sie haben hier einen Käsekuchen, Sie haben hier eine Donauwelle und hier machen wir ein Törtchen mit Buttercreme. Für jeden etwas dabei.
ab in den Backofen und backen. So, das Ganze wäre jetzt fertig gebacken und wir gehen jetzt einfach her und lösen das Ganze natürlich raus. Aber bevor wir das rauslösen, machen wir hier jetzt unsere Donauwelle gleich fertig und hier legen wir Früchte drauf und machen dann einfach einen Guss drüber. Und so lange lassen wir das Ganze jetzt drin. Ja? Aber ich zeige jetzt Ihnen, wie man das Ganze runternimmt. Ich gehe jetzt einfach her, fahre hier mit meinem Tortenbretter drunter und mit meiner Matte natürlich, ja. Und dann schieben wir das Ganze schön gerade. Und nehmen unsere Folie und lupfen das Ganze weg und ziehen links und rechts an. Und schon haben Sie das Ganze drunter. So, natürlich auf unsere Edelstahlplatte. So, wir machen jetzt unsere Donauwelle fertig und haben Schokobella in unserem tollen Schokoladenbrunnen einfach ein bisschen warm gemacht. Und das schütten wir jetzt über die Buttercreme drüber. Und Schokobella ist eine Fettglasur, die sich sehr, sehr schön einfach verteilen lässt. So, wir geben jetzt das Ganze einfach ein bisschen rum, sodass wir das Ganze schön drauf haben. Und wenn wir das in unserer Form drin lassen, geht es wunderbar. So, fertig. Schokobella eignet sich natürlich auch. Ich habe eine Buttercreme hergestellt. Wir machen ja hier Buttercreme-Törtchen und da eignet sich natürlich auch Schokobella sehr gut drunter, wenn ich eine helle und eine dunkle Creme mache, dann gebe ich einfach ein bisschen Schokobella drunter, ja, schmeckt sehr, sehr gut. Und Schokobella lässt sich auch natürlich sehr, sehr gut schneiden. Zu unserem Schokoladenbrunnen ist es eine sehr schöne Sache, weil Sie können das auf Temperatur einfach einstellen. Sie können hier einfach Ihre Kuvertüre und Ihre Schokolade sehr schön schmelzen. Und natürlich sind so kleine Gäbelchen dabei, wo Sie dann auch Früchte tauchen können hier in der Schokolade. Und es ist eine schöne Sache. Jetzt haben wir natürlich in unserer Trenngläsel eine Tortenjelly. Tortenjelly besteht aus Johannesbrotkernmehl und Sie können hier Gusse machen, die sind sehr, sehr stabil. Und man kann natürlich mal Sülze machen, im pikanten Bereich einsetzen, wird das alles sehr, sehr schön. Die Tränkgläsel natürlich zum Tränken, Sie werden es nachher noch sehen, ich tränke nachher noch den Kuchen. Und für Guss ein Traum. Ich gehe nur her und gebe jetzt hier einfach den Guss drauf. Und fertig ist die ganze Geschichte. Was für Sie wichtig ist, wir machen alles in unserer Form fertig. Wir haben jetzt unseren Schokoladenguss hier drauf und jetzt haben wir hier unseren anderen Guss drauf. Ganz kurz möchte ich Ihnen nur schnell was erklären. Wir haben hier natürlich das Ganze mit Buttercreme bestrichen und dann den Schokoladenguss drauf gemacht, ja? Und hier haben wir bei unserem Käsekuchen das Ganze mit Mandarinen belegt und Ihnen gezeigt, wie man den Guss drauf macht. Was für Sie ganz wichtig ist, dass Sie, wo Guss drauf kommt, immer in den festen Formen machen. Also das heißt, immer in 2x4 machen. Und weil hier ist ja ringsrum dann die Form wieder von der viereckigen Schnitte. Dass Ihnen der Guss nicht rauslaufen kann, das ist sehr, sehr wichtig, weil hier haben wir da versehentlich nicht aufgepasst und haben es dann nicht in der festen gemacht und dann ist ein bisschen Guss rübergelaufen. Also das ist sehr wichtig, wo Guss draufkommt, dass das immer in der festen Schnitte aus 2x4 gemacht wird. Wir setzen unseren Tortenauslöser an und haben ihn ein bisschen warm gemacht und ziehen einfach so rüber, damit uns der Guss nicht hochkommt, ja, und nicht abstößt. So, das Ganze wäre jetzt ausgelöst und jetzt geht es ans Ausgarnieren und Verzieren. Wir gehen jetzt einfach her und streichen hier ein bisschen mit unserer Palette einfach das Ganze ein.
Die kleine Palette eignet sich da hervorragend dazu und das macht man ringsrum. So, ich habe jetzt hier eine kleine Standhülle genommen und spritze jetzt einfach ein bisschen so im Kreis rum. Und jetzt stellen wir an unserem Rand einfach diese Löffelbiskuit hin. Das gibt dann einen Gartenzaun, weil wir machen einen Hasengarten für Ostern. So, wir haben unseren Garten noch nicht ganz zugemacht, weil ja ich noch spritzen muss, sonst muss ich so hoch spritzen, das geht natürlich nicht. Und wir haben jetzt hier die Spaghetti-Düse drin und mit dieser Spaghetti-Düse spritzen wir einfach unser Gras. Das lässt sich hervorragend schön spritzen, seht ihr das? Was sehr wichtig ist, sie geben einfach ein bisschen Quark rein, ein bisschen Sahne und Vanillecreme. Und es sollte ganz, ganz nicht so fest und nicht so dünn sein, sondern so mittelmäßig, dass sie schön spritzen können. So. Ich mache das auch immer mit den Muffins, schaut es recht nett aus. Und man kann auch Spaghetti auf die Muffins mal drauf geben, wie so Spaghetti-Eis schaut es dann aus. Und das macht sich auch ganz toll. So, unser Hasengarten wäre jetzt fertig. Die Mädels haben ihn ausgarniert und verziert. Und er schaut ganz, ganz süß aus. Und die Armand zeigt ihnen nachher, wie sie das Ganze modelliert hat. So, wir machen jetzt unser Törtchen. Ich habe jetzt einfach mit unserem Tortenmesser ist durchgeschnitten und gebe jetzt ein bisschen Buttercreme drauf und so streichen wir das Ganze jetzt einfach rein in unser Törtchen. Jetzt geben wir eine dunkle Buttercreme drauf. Ich habe es gerade schon im Video erwähnt, dass wir einfach ein bisschen Chocobella reingeben und schon haben Sie eine dunkle Buttercreme. Und das füllen wir jetzt abwechslungsweise durch. Wir müssen jetzt das Ganze raus und nehmen unsere Form ab. So. So, wir füllen jetzt in unseren Spritzbeutel zweifarbig ein. Auf die eine Seite helle Buttercreme und auf die andere Seite dunkle Buttercreme. So, wir spritzen das Ganze jetzt einfach rum und es sollte auf der einen Seite braun sein und auf der anderen Seite weiß. Was sehr wichtig ist, dass es immer die gleiche Konsistenz hat, dass es einfach immer gleichmäßig ist und nicht eines zu weich und das andere zu fest. Sonst kommt es nicht so schön raus. So, wir spritzen das Ganze jetzt einfach nur hoch und fallen lassen. Fertig. Mit unserer Standhülle spritzen wir das Ganze jetzt einfach so hoch und wieder fallen lassen. Hoch und fallen lassen. Hoch und fallen lassen. Und so haben wir das außenrum auch gespritzt. Und Sie sehen, Sie haben jetzt akkurat hier weiß und auf der anderen Seite braun. Wir können jetzt natürlich auch tupfen spritzen, so wie wir es oben gemacht haben. Einfach schön draufdrücken und fertig. Und Sie können auch jetzt hergehen und das Ganze einfach so geringel gespritzen. Schaut auch nett aus. So, wir haben unsere Torte jetzt einfach ein bisschen österlich natürlich wieder ein bisschen ausgarniert und verziert, was wir einfach für Produkte haben. Und wir haben hier ein neues Produkt und das liebe ich. Das ist ein wunderschönes Modul. Und da haben wir hier so ein kleines Ostereile gemacht, ja. Die Armand erklärt jetzt Ihnen, wie das Ganze gemacht wird. Und diese Matte kommt demnächst auch wieder im Sonderangebot. Hallo, das hat die Frau Lust gestern im Video gezeigt, wie das machen. Nehmen Sie die Matte, schmolzen die weiße Schokofondue mit Schokobella gemischt und drauflegen mit unserer Teigabstecke durchgehen, ganz glatt. Und dann ein bisschen kalt lassen. Und dann nehmen Sie unsere Chocobella, schwarze Guss und drauflegen mit Schnitzel Nummer 3.
und das ein bisschen gar lassen, eingefroren, dann ist die Muster kommt so raus. Und hier haben Sie diese fertige Matte. Wir haben mit kleinen Igel das ausstecken, Schoko. Und das haben wir drauflegen. Und restliche, was übrig geblieben, kann Sie andere Muster ausstecken und Ihre Deko als Deko benutzen. Und das haben wir dann mit unserer Buchstabenmatte mit Schokosalbitter gefüllt mit Mini-Spitzbeutel. Und dann haben wir rausgenommen. Das kommt ganz gut. Kann Sie jeden Feste oder Geburtstag oder welche Buchstaben oder Spruch brauchen Sie, kann Sie drauflegen Ihre Kuchen. Hallo, ich zeige euch, wie habe ich für unsere Hasengarten Deko gemacht. Ich habe hier gefärbte grüne Fondant ausgerollt und das gibt es bei uns im Lomara Aufstecker, das wissen Sie schon, vielleicht wer weiß das nicht, das gibt es im diese Spitzpuppen Aufstecker. Nehmen Sie das raus, ausstecke ich, nehme das raus und ich habe sowas, vielleicht jeder hat sowas, eine Kugele, das ist die eine Kunststoffmatte und dann mache ich das drin, wie hier, und dann nehme ich gelbe gefärbte Fondant und mache meine Kugel. Schauen Sie, mit der Hand so, ich habe so gemacht und dann habe ich die gefärbte Fondant wieder genommen vor ihrem Mund, so kleine. So, schauen Sie. Und dann haben wir von unserer Mondfüllung ihre Augen gemacht mit Mondfüllung. Das nehmen Sie mit kleiner Spitze. Schauen Sie die Mondfüllung so. Das haben wir Küken und mache ich jetzt ein bisschen Haare drauf. So, schauen Sie. Und dann machen wir hier mit kleiner Spitze. Schauen Sie. Mal gucken, Haare. Und das lege ich in meine Schale hier. Schauen Sie. Sie. So. Und dann haben wir unsere. Dann habe ich diese weiße von Dekor von da genommen. Machen wir eine Eischale. Schauen Sie. Das sind die Finger so ein bisschen gedrückt. So grün, grün. Schauen Sie so. Und das legen wir auch hinten. Und dann habe ich die farbige Fondant. Also die verschiedene ausrollen wir. So, mit Werkholz ausgerollt. Und das ist unsere ganze Blumchen. Kleine Blume genommen. Ausstecken. Und dann habe ich mit hier. Und kann sie verschiedene Blumenfarbe machen. Und so haben wir diese Hase gemacht, weiße Fondant, Kugel gemacht, eine oben drauf legen und Karotte mit unserer farbigen Fondant gemacht, Auge und mit Schoko, Nase, Rosa. Und da halt so können Sie auch machen für Kinder, das ist schön für Kinder und dann freuen die Kinder schön für das. So, unsere vier Kuchen wären fertig. Wir haben hier unsere Torte, hier unseren Käsekuchen, hier unseren trockenen Kuchen und hier unseren Hasengarten. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen sehr viel Spaß beim Nachbacken. Mit unserem Kuchenbaron können Sie das natürlich ganz toll transportieren. Sie setzen die Haube auf, klappen sie zu und hier können Sie einfach ein bisschen lüften und können es wunderbar transportieren. Er hat natürlich unten auch einen Kühlakku, damit Sie das Ganze gekühlt transportieren können. Und ich finde ihn einfach toll. Bei mir steht er in der Küche und da habe ich oft mal Brot drunter, mal Äpfel drunter, Obst drunter. Schützt vor Fliegen, er ist vielseitig im Haushalt einsetzbar.